Heute habe ich für euch 10 interessante Fakten über den Rubik's Cube. Der erste Rubik's Cube wurde erstmals 1975 in Budapest verkauft und hieß damals noch Magic Cube. Im Jahr 1980 wurde er in Rubik's Cube umbenannt. Dieser Roboter löst den Rubik's Cube in 3,253 Sekunden, knackt somit den Weltrekord. Meiner Meinung nach kann man eine Maschine ja nicht wirklich zählen, also der aktuelle menschliche Weltrekord liegt bei 5,25 Sekunden. Gewinner der ersten Rubik's Cube Meisterschaft 1982 war Min Tai. Er benötigte ganze 22,95 Sekunden. Für heutige Verhältnisse also echt richtig langsam. Der größte kaufbare Rubik's Cube hat das Format 17x17x17. Dieser Original Rubik's Cube kostet 1,5 Millionen Dollar und besteht unter anderem aus Rubinen, Emeralden und Gold. Das 1981 erschienene Buch You Can Do the Cube wurde 1,5 Millionen Mal verkauft. Der kleinste Rubik's Cube ist nur 10 mm breit und 10 mm hoch. Mit weltweit über 400 Millionen verkauften Exemplaren ist der Rubik's Cube das meistverkaufte Spielzeug aller Zeiten. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, wie lange ihr braucht, um den Rubik's Cube zu lösen, bzw. ob ihr ihn überhaupt lösen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bye bye!